Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pixelmon Let's Play. Jo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für die Unterstützung. Ich habe ein bisschen gefarmt, dass ich wieder Level 30 habe. Und wir haben viel zu viele Blöcke. Ja, nicht unbedingt. Ja, machen wir es hier rein. So, Wunderbärchen. So, dann bin ich auch gleich wieder fertig. Und jetzt verzaufen wir kurz und gehen dann wieder weiter. Ja, was sind die Dinge? Also, ich gehe hier oben. So, haben wir hier noch, genau, noch ein paar Sachen. Fossilien vor allem. Genau. Also, machen wir da mal die Blöcke rein. Schnell. Ich bin jetzt eben ein bisschen am Stressen. Weil wir wollen ja auch viele Sachen machen wieder im Part. Und, das geht ja ziemlich gut. Fossil können wir auch hier rein tun. Und Eisennetz. So, dann sind wir wieder fertig. Wir müssen eben einfach ein paar Sachen noch schaffen in diesem Part, weil ich im nächsten Part eigentlich anfangen will zu bauen. So, ich schaue mal eine Schaufel vielleicht. Na gut, wenn wir doch schon alles haben. So, Lapis Lazuli haben wir hier. Und, ja, Level. Gut, also ich schaue mal wegen Effekte. Haltbarkeit 3. Das will ich unbedingt nehmen. Ja. Eine Axt wäre nicht schlecht. Nee, nee, eine Schaufel. Ja, gut. Ist natürlich wieder klar, dass wir nichts Gutes kriegen, oder? Aber immerhin haben wir eine Haltbarkeitsschaufel. So. Und die mal hier. So, du bist. Ah, du bist diesen Käfer. Den müssen wir eigentlich auch noch fangen. Ja, ich habe immer noch kein Pokémon mit. Ja, das ist sehr angeschlagen. Okay. So. Jo, ich habe mich wieder ein bisschen beruhigt, aber das ist halt einfach der Stress, den man einfach so ein bisschen bekommt, wenn man halt irgendwas vorwärts machen muss. Aber gut, das ist ohne Probleme gemacht worden. Und ja, mir geht es eben nicht so gut. Aber das ist nebensächlich. Das müssen wir uns jetzt im Let's Play nicht steuern. Genau, ich bin einfach schon den ganzen Tag unterwegs und es ist einfach ein bisschen zu stressig schon gewesen. Samurzel habe ich, glaube ich, geholt. Jetzt müssen wir mal kurz schauen, ob ich das habe. Ich habe kein Samurzel. Ja. Kann es am Wurzel bis jetzt? Ich sehe es jetzt nicht. Ja, dann müssen wir es noch fangen. Heilen kann ich jetzt noch nicht. Wo ist das am Wurzel hin? Nein, jetzt. Gut, also. Wir wollten nehmen zum Location für die Villa. Ich denke, es ist gut genug. Und, Ah, oh, Pokébälle sind nie gut. Jo, dann tun wir einfach einen Wegpunkt dorthin. So, jetzt. Gut. Sehr schön. Jetzt trainieren wir einfach das Madball dann. Ich setze das mal ein, das heilt sich ja währenddessen. Und so gucken wir noch nach einem anderen Pokémon. Nö. Nix. Ah, das ist dieses Schichten-Segmentgestein. Da unten sind die Wegpunkte. Wo ist es? W3? Nein, es war Villa 1, genau. So, also sind wir wieder hier. Und jetzt muss ich nach Süden, glaube ich. Und hier rüber, nach links vielleicht. Okay. Sieht so aus, als würde hier eine ganze Region gespawnt sein. Ja. Was ist das eigentlich? Ein Kiefer. Gut. Hier haben wir sicher einen Pokémon-Sender. Gut. Und, jo. Wir wollen eben noch dieses eine. Ach, wie heißt es? Ninja Tom, glaube ich, heißt es. So. Das ist eine Deke. Gucken wir mal. Pokémon-Spawns haben wir nicht so viel.
sollte eigentlich da sein. Da kommen wir nicht rüber. Genau, hier ist ja der Drachenmund. Die Arena. Ah, cool. Jo, ist das eine Kiosk-Movie? Cool. So. Okay. Ja, es ist ziemlich viel noch zu machen und ich möchte einfach vorwärts kommen. Wir müssen da sonst wirklich trainieren in einem Livestream und so Rohstoffe sammeln. Ich habe aber noch nicht so viel Zeit. Ja, das ist es. Manu, ich brauche unbedingt Behutsamkeit. Also heil. Mal selber heil. Wieso haben die eine Grenze? Ja, okay. Zum Einblenden von Informationen. So, und die Tasse nehme ich mit. Gut. So, dann müssen wir hier runter. Schön, schön, schön. Oh, Rotumhof. Aha. Ein paar tolle Sachen. Und hier noch. Wieso ein Schild? Nochmals diese komischen Spezialitäten. Ja, hier muss ich nichts anderes nehmen, sonst Bären. Und da haben wir. Und hier. Wieder eine Prachtfeder. Ah ja, die normalen Federn sind wertvoll. Wenn es die nicht mehr so gibt. Nicht mehr so droppen. So oft. So, Wunderbärchen. Und ja, ich möchte eigentlich gegen Trainer und so kämpfen, aber die sind nicht hier jetzt gerade. Couch nehme ich mit, das Boden, die hier steht, kaputt, fast kaputt. Genau, und die Schere. Oh, schön. Haben wir alle vier? Nein. Komm, sie soll... Hey! Wenn man nur irgendwie manchmal einfach besser laufen könnte. So, noch weiter hoch. Oh, cool. Manchmal sind die Sachen sehr schön designt. Licht, aber schön. Gut. Hat er einfach zu wenig dekoriert. Also ein bisschen zu offen, zu wenig unterschiedlich. So, die Gerüste könnten wir eigentlich auch noch gebrauchen, aber die hole ich vielleicht mal später. Ja, Uferkraut, feine Knochen, Fleisch brauchen wir auch, Kühlschrank könnten wir dann auch irgendwann mal holen, aber wir haben ja einen Kühlschrank. Na gut, nein, nein, wir brauchen nichts. Also wir sind gekommen, also wir haben ja das Dorf mal früher auch ein bisschen erkundet, das reicht jetzt. Also wir müssen nach rechts. Was ist das für ein Baum? Was, ein großer Apikoko-Baum? Okay. Oh, die will ich ja echt noch. Alle Farben. Aber ja, ist ja Pflanze. Ist nicht Käfer. Ich will das nicht als Käfer haben. Deine Feuer-Pokémon sind ein bisschen am Brennen wahrscheinlich. Wir haben starke Flammen. Ist so cool. Der Tentacher, der läuft. Minun. Ich will so viel Probleme machen. Ja, sicher. Und ich. Was schlug fehl? Ich kann es nicht. Ach, bitte. Ich kann das gar nicht, das Elektro nicht paralysieren. So, Minun, du gehörst mir. Ich finde irgendwie immer, Minun ist männlich und Blastel ist weiblich. Okay, vielleicht gibt es ein männliches Blastel. Dann, so, wenn wir eins finden. Ah. Ja, ich möchte eigentlich die Statuen mitnehmen, aber die sind auch so nahe. Und da will er dann
lieber die Kirche hier wirklich besitzen. Nichts machen hier. Gut, jetzt nehmen wir hier Gebetslichter oben. Ah. Naja. Okay. Haben wir noch einen besonderen Spawnfarm hier auf der... Oh. Ein riesen Pampuli. Ja, ich nehme es jetzt mal nicht mit. Okay, ein Weihnachtsmann. Sind das Trainer? Was ist das hier? Nein. Ja, langsam haben wir wieder ein Problem. So. Gut, mehr kann ich nicht mitnehmen. Genau, ein Meisterball, das ist das. Ah, ne, Epitaler nochmal. Kann ich da zwei tragen? Ist der Epitaler hin? Hä? Ah, da. Wie sieht der aus, habe ich versucht zu wissen. Ja. Gut, dann haben wir das auch gelöst. Ja, ich weiß das. Also, hier können wir das aufmachen. Gut. Also hier drüben kommt die Käfer-Ding hin. Also hier, wo wir gesagt haben, ich möchte gerne, ja, Käfer wirklich ein bisschen smooth, also so, ja, ziemlich. Ja, eigentlich kann ich sie irgendwie so ein bisschen kinderfreundlich machen, oder? Als Anfangsklasse, als Anfangsgegner. Ja, Villa-Gegend sozusagen. Ja, Rudolf. Okay, ist so krass. Also ich werde vielleicht so einen Spielplatz machen oder so. Ja, irgendwas Kinderfreundliches für den Anfang. Weil es gibt viele Gegenstände, auch bei Deko-Kräft, so Kindergarten-mäßig. Ja. Und das, die nächste Gegend wird wahrscheinlich Wasser sein. Und dann hat man noch einen Whirlpool, also so ein... Okay. So ein, ja, Wasserbad für die Kleinen. Okay, die nehme ich. Hey. Ich angle dich. Hallo, ich angle dich. Jetzt. Level 10 Evoli, geil. Nein, ich... Ich wollte Stachelspur. Ist schneller als wir. Ah, wegen der Parallel. Wechseln wir, zu Lapras, denke ich mal. Also, du hast so Akku-Knall, nur Astro-Knall. Strahle, auch nicht schlecht. Togepi! Ich such dich. Ich will dich haben. Togepi ist irgendwie so ein Nerven-Pokémon, das nervt mit ihrer Stimme und so. Und hat noch winzig klein und so. War schwach. Aber trotzdem nämlich süß. Ja, ich hab's gehört. Musst du mich erhöhen? Hä? Ich tue mich nur selber. Wie viel Chance hat Verwirrung selber zu verletzen jetzt? Riolu, also das ist noch ein viel besseres. Das habe ich gerne. Ich finde manchmal einfach Pokémon auch cool, wenn sie dich besiegt, ja. Ich dachte schon, ja. Sie will noch weiter kämpfen. Hey, kämpf du mit mir. Ich habe die Macht, deine Zukunft vorherzusagen. Ich sehe viele Schlachten, ein bisschen Ruhm. Ich bin mir sicher, dass ich für ein paar Goldstücke mehr Ruhm sehen würde. Nein, nein, Lutetia, du bist nicht gerade sehr vertrauenswürdig. Dir gebe ich kein Geld. Fitzelblitz. Ist auch hoch. Ich möchte gerne mit dem Snappo etwas fangen können. Aber das muss Paralyse wieder geheilt werden. Oh, das Zubat ist groß. Kein. Ja, jetzt sind wir eigentlich genau fast hier. Dort ist ein Forscher, der ist aber höher Level, oder? Und du bist gar kein Snappo. Snappo.
Small Leaf ist das, okay. Ah, da ist dieses eine. Wo ist es? Ja, Terry Bug. Ja, jetzt haben wir aber das Problem, dass wir da falsche Pokémon hier sind. Aber Junge, du warst mir Sonne, das wäre gut für deinen Knochen. Es ist dunkel, es ist Nacht. Bist du mein nächster Patient, immer dieser Stress? Nö. Noch kein Patient. Ja. In der Nacht spawnen einfach nicht gerade so die Pokémon, die ich jetzt momentan brauche. Weil sie meistens einfach auch ein bisschen woanders in Fremdere. Die allerniedlichsten, okay. Von mir aus. Ich will nicht niedliche Pokémon, ich will Kampfsau. Kampfsäue. Witzschweine. Ja gut, also dann gehen wir dorthin. Ich dachte einfach, weil wir hier ja diesen bunten Wald haben, also ist es für Kinder sicher am besten schön. Es gibt eigentlich immer in den Pokémon-Spielen so Kleinkinder, die gegen dich kämpfen. Schüler, Teenager. Irgendwie mit, also Käferfänger natürlich. Ja, sehr schön. Also hier einfach so ein bisschen, ja, unsere Kinder in Obacht geben. Wirklich hier anfangen. Ich gehe mal hier runter. Ja, nicht ganz runter, aber hier. Villa-Käfer. So. Gut. Du bist auch sehr klein, hä, Smepo? Was bist du? Ah, du bist der Radikal. Von Sinn. Also nicht genau welche Region. Was wollte ich schauen? Smepo. Größe kleiner. Ja, du bist Level 13 und hast auch paralysiert und so. Retan ganz winzig. Okay. Schuppert. Schuppert, du bist. Du hast Konfusion, das ist eigentlich gut, oder? Nein, du hast Windstoß. Hat der Arthur schon? Ja, es hat Schaden. Normal geht, macht keinen Risch. Geisterschaden. Den Geist und Kännchen. Das ist doch. Ich kann es eigentlich auch noch progressieren. So. Und dann macht ein Schatten den Schaden. Groll ist immer dieses Schwächen. Den Schelle. Wieso ist Groll nicht trifft? Also trifft Groll nicht, außer durch Genauigkeit senken. Ja. Komm, du bekommst jetzt bald Level 20. Gib, Level, gib. Oh, Gast, cool. So, dann haben wir mal. Was hier noch? Ah, Krebskopf ist da echt. Windstoß. Und jetzt hat Smetbo 14 erreicht, ja. Ja, komm. So ein Kampf, so eine mega Schaden-Pokémon oder Angriffs-Pokémon setzt einfach nur Ding ein. Guten Schlag, ich das. Böcke die Mario. Böcke die Mario, nein. Silberblick. Immer Silberblick. Ja, macht schon. So. Folterknecht. Was macht Folterknecht?
Ich will es fangen, sagt Fortknecht eingesetzt. Gut. Nun, es ist eines für das Geld. Fange ein Pokémon mit einem Pokéball. Okay. Von mir aus. Was ist das? Ninkada? Drift Zeppelin oder so? Hm. Du jetzt schon mal kurz die Vapens ausstellen. Das ist ein bisschen zu viel. Das brauche ich. Das Luftschiff brauche ich nicht mehr. Mieser Schief. V1 brauche ich auch nicht mehr. B, Mine brauche ich noch. Schatzkarte brauche ich nicht mehr. Sumpf und. Ja, okay, sehr gut. Also Rapfratz, die lohnt sich nicht so. Oh ja, jetzt ist Lähmung weg. Also Paralyse. Gut. Sehr schön. Was ist Mapple? Du Kampfschwein, du. Du Kampfsau, du. Ach. Ja, das ist so hoch. Naja. Komm, wir schlafen mal kurz noch. Ich habe kein Bett mehr dabei. Wo habe ich mein Bett eigentlich hingetan? Ja. Ich habe kein Bett mehr dabei. Gut. Das habe ich halt einfach irgendwo reingetan. So, Schappette nochmal. So, ein Gastrainer. Stachelspur. Kreideschrei. Jetzt glaube ich Verteidigungsschwäche. Windstoß. Irrlicht. Oh, jetzt ist ein Brenner. Ja, gut, was ist das? Windstoß? Ja, schon. Abschlagen. Also jetzt gehen wir Richtung Dorf. Ne? Heilen uns da. Okay, Schaffer wird besiegt. Und Schatterechnung 16 schon. 17. Und 2 Gas drin. Bravo. Ich möchte schon eigentlich irgendwie. Ja, nicht zu kleine. Ist das jetzt ein Männchen? Das ist Level 20. Nein, das ist schwach. So. Schwacher Typ. Schattenstoß. Ich denke, das hier bleibt. Also, was kann man in einer. In einem Update mit Käfer noch machen? Ich nehme so die. Bienen. Macht das Sinn, wenn Bienen-Pokémon einfach in der Nähe von. Kleinkindern sind und so. So, also wir gehen jetzt zuerst mal heilen und dann ins Lager. So. Du bist wieder der alte Trainer. Eieiei. Was brauche ich sonst noch in Pokémon? Da drüben haben wir vielleicht noch Trainer. Nicht so viel rennen. Ich bekomme so viel schnell Hunger über Level 17. Oh. Gegen Blatt, also gegen diesen Pflanzentypen schon sehr hart. Schlitz. Ey, nicht immer Schlitze einsetzen. Ah, knapp nicht. Funkensprung? Monster. Ah, das ist jetzt Level 10, 19, Pokémon.
Ja, natürlich. One-Stop. Und? Jo. Haben wir wieder Geld verdient. Jetzt haben wir 208. Schön, schön. Porinto, das ist doch eins Fußball. Irgendwann bald. Aber nicht so hoch. Mauzi habe ich ja auch schon gefangen. Und dich habe ich. Ich habe die unteren. Ja. Okay. Da. Schön, schön. Ja, ich brauche einen Pokéhealer. Der geht kaputt in meinem Bad. Muss ich noch. Ja. Machen. Okay, die ersten Sachen können wir schon mal kaufen. Ihr seid. Bleib still. Gut. Also, dann haben wir eigentlich jetzt genau. Ja, Inventar voll. Rausladen. Rausladen. So, abladen. Hopp, 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 hopp. Dankeschön. Ich auch, also alles diese Zeugs. Dieses Zeug. Wo ist jetzt das Bett eigentlich? Wo habe ich mein Bett hingetan? Da habe ich ein paar Sachen schon rausgenommen. Haben wir ein grünes Bett gehabt? Kann schon sein. Auf jeden Fall will ich das natürlich noch drin haben. So, also, dann eben noch weiter trainieren, vielleicht hier auch ein Pokémon suchen, wo haben wir denn, das könnten wir gebrauchen, ja, welcher Typ ist Kev, ah, Psycho, gibt es irgendwo für Psycho? Was ist denn alles noch? Erde? Welcher Typ können Käfer-Pokémon gut gegen die kämpfen? Auch Käfer. Käfer gegen Käfer. Das ist sehr effektiv. Ein Wuli. Nein, Targeted Mahalo, genau. Komm. Käfer gegen Pflanze. Ah ja, es ist ja schon dieses Vieh. Dabei habe ich schon gesammelt, glaube ich, so ein Riesen. So, und ja. Ja, das ist schon fast vorüber, die Folge. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Sammeln. Eier, ich kann Eier sammeln. Eier bekommen, yay. Ich weiß nicht, ob ich hier langsam eine Grenze machen soll mit dem Wasser. Boah. Dich vielleicht? Das ist Level 21. Und dann Level 29. Haben wir irgendwie spezielle farbige Pokémon? Irgendwie so shiny? Keine Chance. Einfach zu selten. Pizza, okay. So, komm, die Entwicklung können wir noch kurz zeigen, oder? Nein, nicht Synthesis, meine Güte, man. Es ist schon ein bisschen schwierig, wenn man so Sport machen sollte, lieber ein bisschen gemütlich machen. Ich mache den Part ein bisschen länger. Ja, und es freut mich, dass das Projekt auch gut ankommt. Ich habe keine Wirkung, meine Güte. Ich bin so unkonzentriert plötzlich. Wieso? Das ist Schattenstoß. Hä? Blug. Feuer. Das ist eine Bodenattacke. So, jetzt erstmal Entwicklung von Kanimani. Auch interessant, dass es so früh entwickelt. Wie sich so früh schön
verändert in ein grösses Krokodil. Hey, das ist so geil. Auch diese Hosen sozusagen, also dieses Urzeitzeug ringsum. Türkrok, 18, okay, ist doch nicht früh. Es ist nur schon sehr gelevelt. Aber jetzt muss ich unbedingt diesen Ninja-Turm haben. Wir bekommen beide über, beide Nachentwicklungen. Nein, eigentlich nicht. Oh Scheiße. Ich hoffe, es entwickelt sich. Ich muss eins wegnehmen. Ich muss einen Platz frei machen. Tja. Das Pokémon. 16. Okay, es dauert noch. Es ist erst Level 16. Aber wie klein das ist. Übermacht, Riesenäule. Das war ein Bodycheck. Mist. Ja, es ist schwieriger als die Pokémon Games. Vielleicht der neueste Teil. Der ist vielleicht wieder ein bisschen schwieriger mit den DLCs und so, aber. Ja, das ist schwieriger. Das haben wir jetzt gerade ausgewählt mit. Oh, da ist wieder ein Taxi. Friedlich. Hey. Und schade, du schaffst doch das. Okay, ist nicht so toll. Ja, es ist Boden. Okay. Ich dachte, das war Gestein. Das ist doch Sand. Ist Sand nicht ein Gestein? Das ist doch kein Boden. So, und dann haben wir hoffentlich noch eins. Ja, ist auch gut. Aumi. Machen wir es in Sasha Kids. Man könnte zu stark sein nach einem Bodycheck. Wir tun es einfach immer mehr. Das ist nicht effektiv. Ist auch nicht effektiv. Das ist das Ganze. Binte ist auch so eine Schadensattacke. Schnell ist. Das ist keine Pflanzenattacke. Jetzt haben wir langsam ein Problem. Gut. Ja. Ich friere. Jo, guck mal, jetzt kann ich hier so eine Reise aus diesem Pflanzenteil bekommen. Ey, meine Güte, wieso sind ein paar hochleveligere Dinge so viel, viel stärker? Wer die Tools jetzt haben. So. Also du Raupe, du darfst leider nicht dran, du bist auch so viel zu hoch. Die Busraupe. Und wir heilen nur noch kurz. Nein. Ich hab dort keinen. Doch. So. Aha. So sieht das aus, okay. Ist wo gewesen? Ah, da ganz im Osten. Im Osten, Westen, im Süden, Nordwesten. Okay, ich habe alle Himmelsrichtungen zuerst gesagt, bevor ich. Wo ist denn hier ein Pokesender, bitte? Echt schwer manchmal so die Gebäude zu finden, die richtigen.
Gut, Level 33 kannst du vergessen. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss.